So, servus mal wieder bei der Zecherei Mangfall. Heute habe ich drei Tipps für euch gegen die Angst vor dem Vorspielen. Thema, das mich die letzten Tage selber sehr beschäftigt hat, weil es war das erste Mal, dass ich quasi wirklich auf Einladung bei einer kleinen Veranstaltung eben mit der Zirch gespielt habe. Und am Tag davor, in den Stunden davor, war es natürlich schon, sage ich mal, arg zittrig und ich war schon ziemlich nervös, weil wieder Leute und alle hören zu und um Gottes Willen, was kann da passieren? Aber ich glaube, man kann sich mit ein paar einfachen Sachen eben doch helfen, um die eigentlich total schöne Sache, nämlich Musik mit anderen Menschen zu teilen und sie an der Freude am Spielen eben teilhaben zu lassen. Ich glaube, es gibt ein paar einfache Tipps, wie man sich das leichter machen kann. Und ganz wichtig ist, wie gehe ich selber im Kopf an die Sache ran? Und bei mir ist es so, bei mir kommt ein Großteil der Nervosität davon, dass ich selber sehr streng mit mir bin und auch sage, boah, also wenn du einen Fehler machst, das könnte aber ganz schön peinlich werden. Und da hören die Leute bestimmt genau hin und die erwarten schon, dass das alles perfekt ist. Und das stimmt überhaupt nicht. Wir sind keine Profimusiker. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, 8 Stunden am Tag übt und Eintritt verlangt für einen Auftritt, dann kann man schon sagen, ja, da darf man eine fehlerfreie Darbietung erwarten, aber wenn man manchmal vielleicht nur 8 Minuten am Tag übt und einfach nur der Freude wegen spielt, dann wissen das die Leute auch. Und wenn da jemand sitzt mit seiner steirischen, hat man eh schon gewonnen mit dem Instrument bei den allermeisten und der hat einfach ein bisschen Spaß an dem, was er tut und spielt ein paar schöne Lieder vor, dann ist das wunderbar. Und ob da jetzt 1, 2, 3 oder 4 mal schiere Töne dabei sind, das ist vollkommen egal. Das heißt, der erste Tipp, ganz klar, Perfektion ist überhaupt nicht das Ziel. Akzeptiert das, weil es völlig wurscht ist, wenn mal ein Griff daneben geht. Natürlich sind bei mir auch Griffe daneben gegangen, um Gottes Willen. Also den Schluss vom letzten Lied, das Rerago habe ich gespielt, der ist komplett daneben gegangen. Und trotzdem war es eine schöne und gute Zeit. Erster Tipp, nochmal zusammengefasst, Perfektion ist nicht das Ziel. Akzeptiert ganz einfach. Wenn es ein paar kleine Fehler gibt, ist es vollkommen wurscht. Es stört wirklich niemanden. Schön vorgetragenes Stück, 2, 3 falsche Töne, alles okay. Der zweite Punkt, was mir sehr geholfen hat, ist, auch wenn ich grundsätzlich alles auswendig spiele, ich habe mir doch zumindest für die ersten, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4 Stücke, doch eine Liste gemacht, was ich eben nacheinander spielen möchte. Das sind dann vor allem Stücke, die ich wirklich gut kann, die ich mag und weiß, hey, mit denen fühle ich mich wohl und da komme ich dann auch gut rein. Und das sind natürlich nicht die schwierigsten Stücke. Oder wenn ihr ein sehr schwieriges Stück habt und das geht super runter wie Butter, egal um welche Uhrzeit und wie ihr drauf seid, dann spielt natürlich das einfach eure 3 Lieblingsstücke, eher einfache Stücke nehmen, um gut reinzukommen. Da baut ihr Selbstvertrauen damit auf. Die Leute merken auch, ihr fühlt euch wohl, ihr seid gut drauf und ihr startet da ganz einfach rein. Ein Fehler wäre es, zu sagen, boah, ich muss die Leute gleich am Anfang richtig beeindrucken und ich gehe da mit einem Stück rein, das für mich wirklich am oberen Level ist. Hey, wenn ihr euch wohlfühlt, spielt alles, was ihr wollt, aber am Anfang schreibt euch, wohin auch immer, nehmt einen kleinen Zettel mit oder speichert es im Kopf ab. 3 Stücke, sagen wir mal, die echt gut funktionieren, mit denen ihr euch wohlfühlt und die spielt ihr dann runter und ihr werdet sehen, ihr fühlt euch schon viel besser damit. Und der dritte Tipp, das ist so, das habe ich dann im Laufe des Vorspielens dann gemerkt, schaut euch ein bisschen um, wer hört zu, was sind für Menschen da und ihr werdet merken, es gibt bestimmt mehrere, eine Handvoll, vielleicht sogar viele, die das einfach nur super finden, was ihr macht. Und an denen orientiert ihr euch ein bisschen und schaut die. Also speziell bei meinem Vorspiel, bei den Senioren bei uns im Ort, das war eine Frau dabei, die hat jedes Lied mitgesungen, die hat geklatscht, die hat eine Gaudi gehabt. Das haben nicht alle gemacht. Manche haben auch eher auf den ersten Blick ein bisschen kritischer geschaut oder wie auch immer. Aber ich habe immer wieder zu der einen Zuhörerin eben hingeschaut und habe gemerkt, die hat eine super Zeit, die freut sich wieder. Und allein einem Menschen damit eine Freude gemacht zu haben und dieses Feedback bekommen zu haben, das hat mir schon gereicht, einfach um wieder ein bisschen entspannter zu werden und zu sehen, das kommt gut an. Und die Menschen freuen sich echt drüber. Also, zusammengefasst, die Einstellung, Fehler sind vollkommen okay. Kleine Fehler, ein schönes Stück bleibt ein schönes Stück, selbst wenn irgendwie 2, 3 kleine Verhauer passieren. Oder auch ein mittlerer, vollkommen egal. Den Leuten gefällt es trotzdem, glaubt's mir. Zweites Thema, bringt euch 3, 4,
Stücke zum Einstieg mit, die ihr in der festen Reihenfolge spielt, die ihr echt gut drauf habt, die ihr mögt und die euch Sicherheit geben. Das können auch ganz leichte Stücke sein. Leichte Stücke schön vorgetragen, habe ich mein extra Video dazu gemacht. Funktioniert super. Und der letzte Tipp: sucht euch 1, 2, 3, 4 Zuschauer, Zuhörerinnen aus, wo ihr merkt, hey, die finden das total super. Und dann, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, schaut zu denen hin und ihr merkt, die lachen, die machen mit, die geben euch wieder das Selbstvertrauen und ihr werdet sehen, das läuft am Ende von ganz allein. Und ganz wichtig, vielleicht noch ein letzter Tipp zum Angst vor dem Vorspielen nehmen. Wenn euch jemand fragt, ob ihr vorspielen wollt, sagt immer ja, weil das ist ein bisschen wie, soll ich sagen, mit dem Klettern an die Höhe muss man sich immer wieder aufs Neue gewöhnen, jedes Jahr aufs Neue. Immer wieder ein bisschen Sicherheit holen, immer wieder ein bisschen ausprobieren und mutig sein, denn steirische Harmonika ist so ein großartiges Instrument. Die Leute freuen sich einfach jedes Mal, wenn ihr damit auftaucht. Ganz bestimmt. Servus, bis zum nächsten Mal.